Hallo, na, alles gut? Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Heute mal in einem etwas anderen Video. Wir sind nicht im Teleshopping-Kanal, sondern immer noch in den Heiligen Hallen. Ja, wie ihr alle wisst, sind die Videos in den letzten paar Jahren von uns sehr handwerklich geprägt. Vor allen Dingen im Lackierbereich. Und da kam immer vermehrt von euch die Frage, was für Produkte wir eigentlich verwenden und wo bekommt man diese her. Und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und sehr viel Arbeit gemacht, euch jetzt endlich unsere Produkte, die wir hier alltäglich verwenden in den Heiligen Hallen, anbieten zu können. In unserem Online-Shop sind ab sofort erhältlich auf www.holyhall.de. Und damit ihr mal sehen könnt, was es alles gibt, würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Weil wenn ich da jetzt auf jedes Produkt explizit eingehen würde, würde hier einfach den Rahmen sprengen. Und ihr würdet das nicht mehr gucken. Und zudem wird das dann wahrscheinlich in den kommenden Videos auch noch Anwendungsvideos zu den jeweiligen Produkten geben. Und da könnt ihr euch dann gerne da auch nochmal anschauen, für was wir welches Produkt verwenden. Ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal vorne an, wie bei der Fahrzeuglackierung auch, mit Schleifen, Spachteln, Füllern, Lackieren und Polieren. Dann werden wir euch als allererstes zur Verfügung stellen. Einmal eine Rolle Schleifvliesrot, wirklich universell einsetzbar. Einfach hier rausziehen, gewünschte Länge abreißen und dann könnt ihr wirklich diverse Sachen, Gegenstände, metallische Gegenstände, Lacke damit anschleifen. Des Weiteren werden wir euch anbieten, 5 verschiedene Körnungen von Exzender Schleifpapier, Schleifscheiben, 150 mm Durchmesser. Einmal zu verwenden für den Exzender Schleifer, bieten wir euch auch an, in dem Fall von Flex mit einem 5er Hub. Oder auch zu verwenden für unsere Schleifklötze mit verschiedenen Formen und Rundungen. Einmal hier für einen geraden Schliff, dann für Rundungen, die nach innen gehen, Rundungen, die nach außen gehen. Dann kann man sich hier auf das Schaumstoffpad wunderbar ein Schleifpapier auflegen, gerade für irgendwelche spitzen Kanten, um die perfekt schleifen zu können. Ja, somit ein Handschleifklotz Set im Koffer. Ja, des Weiteren für den Handschliff haben wir euch auch hier 3 verschiedene Handpads zur Verfügung gestellt. Einmal mit der Körnung 240, 320 und P600. Des Weiteren wird es geben Spachtelmassen, ganz normale Spachtelmasse, Universalspachtelmasse, Glasfaserspachtel oder für eine kleine Reparatur, Reparaturharz mit Herder und einem innenliegenden kleinen Glasfasermädchen. Und bei den Spachtelmaßen ist dann auch nochmal eine Spachtel dabei. Bei den Spachtelmaßen ist der jeweilige Herder und eine Kunststoffspachtel auch schon mit enthalten. Ja, des Weiteren haben wir verschiedene Klebebänder, einmal 19 mm, 20 mm, 50 mm für diverse Abklebearbeiten. Zum Abkleben wiederum haben wir auch noch Abdeckpapier, einmal in der 20er Breite, 60er Breite, 90er Breite. Dazu werden wir euch auch noch passend einen Papierwagen anbieten, den seht ihr jetzt hier. Und um eure Lackierteile aufhängen zu können, auch einen Lackierständer, den seht ihr hier. Oder um diverse Stoßstangen oder Kleinteile aufzuhängen, einen Lackier-X-Bock-Tisch, den seht ihr hier. Wo ist denn ja. das? Hä? Wo ist denn das? Hier ist das. Hier ist X-Bock. Also auf deinem Gesicht kommt der. Auf deinem Gesicht kommt der. Hello there. Ja, gut. Ja, des Weiteren haben wir nochmal eine komplette Abdeckfolie für Fahrzeuge im Shop bei uns ab sofort. Das ist wirklich eine große Kunststoffplane. Da könnt ihr einmal das komplette Auto mit abdecken. Wie wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach nur einen Kotflügel zum Beispiel lackieren wollt, könnt ihr dann aus dieser Folie einfach diesen Teilbereich hier rausschneiden. Könnt euch das mit Klebeband rundherum fixieren. Und der Rest von eurem Auto ist dann perfekt mit dieser Folie abgedeckt. Des Weiteren auch ein super Gimmick, haben wahrscheinlich einige von euch auch gar nicht auf dem Schirm. Das ist eine Folie zum Felgenlackieren und das auch mega easy, weil dazu müsst ihr noch nicht mal eure Reifen von der Felge abziehen. Einfach nur die Luft rauslassen, den Reifen ein bisschen runterdrücken und dann könnt ihr diese Lackierfolien einfach über eure Felge drüber spannen, könnt euren Reifen abdecken und könnt wirklich eure Felge bearbeiten und lackieren, ohne den Reifen abziehen zu müssen. Die haben quasi Mittenloch. Die haben in der Mitte ein Loch, genau. Also du kannst ja mal ein Bild einblenden, Fabian. Die dann auch auf verschiedene Zollgrößen. Genau. Also das ist dehnbar Folie, die ist dehnbar, könnt ihr von 13 Zoll bis 20 Zoll alle Felgen mit lackieren. Ja, des Weiteren haben wir diverse Spraydosen. Nee, des Weiteren haben wir was vergessen, nämlich zum Spachteln brauchst du ein Spachtelbrett. Genau, zum Spachteln brauchen wir ein Spachtelbrett. Da bin ich wirklich auch erst vor 1-2 Jahren drauf gekommen. Ich habe wirklich jahrelang immer auf irgendwelchen Pappkartons oder so meine Spachtel angerührt, bis ich dann selber mal gemerkt habe, dass es so eine schöne Erfindung gibt namens Spachtelbrett. Auch hier perfekt mit einem Daumenloch. Da sind 100 Blatt drauf. Da könnt ihr wirklich perfekt am Fahrzeug hier eure Spachtelmasse anrühren und auch direkt vom Spachtelbrett eure Spachtelmasse auf euer Fahrzeug oder Teil, was ihr spachteln wollt,
auftragen. Ja, des Weiteren haben wir hier noch diverse Spraydosen, wie zum Beispiel schwarz glänzend, kann man immer gut gebrauchen, vor allen Dingen schwarz matt. Felgensilber, Steinschlagschutz, der ist übrigens überlackierbar. Da gibt es auch diverse Unterschiede. Dann einen Kombifüller, um irgendwelche kleinen Schadstellen, die ihr vielleicht an eurem Fahrzeug ausgeschliffen habt, füllern zu können. Oder ein Spotprimer, um kleine Durchschliffstellen nochmal nachträglich nach dem Füllerschliff abdecken zu können. Dann haben wir noch einen 1K Waschprimer. Den müsst ihr unbedingt, wenn ihr irgendwelche Metallteile lackieren wollt, unbedingt aufbringen. Der hilft euch auf jeden Fall bei der Rostschutzvorsorge. Dann haben wir noch Hohlraumkonservierung. Ich denke mal, jeder weiß, was das ist. Und Rostumwandler, gerade bei den Golf 3, Fabian, ne? Ja. Um dem Rost vorzubeugen und den Rost umzuwandeln und zu versiegeln, ist das gut zu gebrauchen. Und Kunststoffprimer haben wir noch. Und Kunststoffhaftgrund haben wir noch, genau. Wenn ihr jetzt irgendwelche Neuteilstoßstangen eventuell habt, die werden meistens, oder nicht meistens, sollten müssen. Manche sind grundiert, manche kommen aber auch komplett roh in Plastik. Da muss auf jeden Fall ein Kunststoffhaftgrund aufgespritzt werden, ansonsten bröselt euer Füller dann irgendwann wieder von der Stoßstange runter. Also das macht auf jeden Fall die perfekte Haftung auf Kunststoff. So, jetzt kommen wir zum nächsten coolen Gimmick, das Schaumband oder Formtape von Prosol. Das ist so ein kleines Kunststoff-Schaumband. Wie man jetzt sehen kann, an einer Seite mit so einer Klebefalz, ideal, um irgendwelche Türspalte zu überbrücken, dass euch da kein Lacknebel reinkommt. Ich kann euch das jetzt mal schnell hier am Türrahmen vom Capri zeigen. Klebt man dann wirklich einfach so in den Einstieg oder an die Karosserieteile hier seitlich an. Ist wirklich selbstklebend. Schmeißt das dann einfach zu. Und somit ist perfekt euer Spalt hier zwischen Tür und B-Säule oder zwischen Tür und Seitenteil verschlossen. Des Weiteren, auch ein cooles Gimmick, haben wir hier von 3M das Transition Tape. Das ist so ein kleines, ich nenne es immer Flatterband, so ein kleines Kunststoffband. Wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Teillackierung machen wollt und ihr habt irgendwie eine Kante in einem Fahrzeug drin, wie jetzt zum Beispiel hier diese Türkante, habt ihr jetzt eine Beschädigung unterhalb der Tür und wollt die Tür wirklich nur unterhalb lackieren, habt ihr hier die Möglichkeit, dieses Band genau auf eure Türkante zu kleben und dann nur bis an dieses Band dran zu lackieren. Das Ganze würde jetzt auch funktionieren mit Klebeband, allerdings habt ihr da hier eine richtig harte Kante, die ihr dann wahrscheinlich gar nicht mehr wegpolieren könnt. Und hier habt ihr wirklich so eine kleine Kunststoffkante, wo der Lack so ein bisschen dahinter nebeln kann, somit auch nicht dick aufträgt. Und im Nachgang, also wenn ihr das dann direkt nach der Lackierung abzieht, habt ihr dann wirklich nur noch so einen ganz kleinen Schatten, den ihr dann im Nachgang, wenn die Lackierung getrocknet und durchgehärtet ist, einfach beipolieren könnt und seht somit überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja, jetzt kommen wir schon in die Profi-Abteilung, also für diejenigen, die sich dann schon mehr zutrauen, als mit Spraydose zu lackieren, bieten wir euch natürlich auch Produkte an für die Lackierpistole. Haben wir hier einmal einen hochwertigen Klarlack von Sickens, Superior, den nutzen wir hier selber auch. Des Weiteren haben wir hier einen Füller von Dynacoat mit dem passenden Härter und der Verdünnung und natürlich auch eine Lackierpistole. Da haben wir uns wirklich sehr lange Gedanken gemacht, was wir euch da anbieten oder was wirklich die ideale Lösung ist für den Heimgebrauch. Also als erstens gehe ich mal davon aus, dass keiner von euch daheim ein Reinigungsgerät hat. Des Weiteren brauchen wir ja für verschiedene Materialien auch unterschiedliche Düsengrößen. Das heißt, ihr müsstet euch 3 verschiedene Lackierpistolen kaufen für den Füller, für den Klarlack oder für andere diverse Lacke. Und mit dieser Pistole habt ihr wirklich alles mit einmal abgedeckt. Wir haben hier einen abnehmbaren Sprühkopf drauf. Dieser wiederum hat verschiedene Düsengrößen. Wir bieten an eine 1,2er Düse, eine 1,3er Düse, perfekt für Klarlack und Basislack und eine 1,8er Düse, perfekt zum Füllerauftrag. Und das Gimmick daran ist wirklich, ihr könnt ein und dieselbe Lackierpistole nutzen für viele verschiedene Düsengrößen, in dem Fall jetzt 3. Müsst dann lediglich nach der Benutzung nur noch hier vorne die Nadelspitze säubern und könnt quasi die Lackierdüse hier einfach in den Mülleimer entsorgen. Könnt ihr natürlich auch reinigen, könnt ihr mehrfach verwenden, aber das ist halt wirklich, wie gesagt, einer, der kein Reinigungsgerät oder Verdünnung zur Hand hat, ideale Lösung, um zu Hause lackieren zu können. Einfach wieder draufstecken, verriegeln und schon kann eure Lackierung losgehen. Und passend dazu natürlich auch die entsprechenden Becher. Einmal hier eine Becherhülse, die werden wir auch einzeln anbieten oder komplett im Set mit den perfekten Tüten dafür und den Deckeln mit integriertem Sieb von 3M. PBS 2.0 nennt sich das Ganze. Und ihr habt hier auch noch diverse Mischskalen auf dem Becher drauf. Einfach oben aufstecken, draufdrehen und schon kann es losgehen. Ja, und falls ihr ein bisschen Farbe übrig habt, sind da auch noch enthalten kleine Verschlussdeckel. Könnt ihr den Becher hier einfach verschließen, könnt hier den Becher rausziehen und könnt mit diesem Becher dann weitermachen.
Ja, Lackierpistole ist übrigens auch von 3M, wie ihr sehen könnt. Also alles hochwertige Markenprodukte, die wir hier selbst auch nutzen. Ja, für diejenigen, die aber trotzdem mit der Spraydose lackieren wollen, haben wir auch die perfekte Lösung. Einmal einen 2-Komponenten-Klarlack. Und wo ich besonders stolz drauf bin, ist ein Prosol Autolack, den wir euch nach eurem Farbton mischen können. Also wir richten da wirklich in unserem Shop jetzt ein Tool ein unter Sonderanfertigung. Da könnt ihr wirklich eingeben, was ihr für einen Lackcode habt. Wir werden in der Kürze der Zeit dann diese Dosen anmischen und zu euch nach Hause schicken. Also ihr habt jetzt zum Beispiel einen silbernen Golf in LA7W. Dann tragt ihr da am besten so viele Informationen ein, wie ihr habt. Also Volkswagen, Golf, LA7W und am besten noch den Farbnamen dazu, dass da wirklich nichts schief gehen kann. Können das dann bestellen und innerhalb von ein paar Tagen kommt dann eure fertig gemischter Lackton zu euch nach Hause. Ja, des Weiteren haben wir noch verschiedene Mischbecher in verschiedenen Größen für euch. Da passend dazu auch noch Kunststoffrührstäbchen, um das Ganze dann anzurühren. Haben hier noch eine preiswerte Lackiermaske. Dann haben wir hier noch Kovacs Asilex P600 mit einem Interface-Pad. Das werden wir auch einzeln anbieten. Ist wirklich perfekt, um euren Füller nochmal den letzten Schliff vor der Lackierung zu geben. Gibt wirklich ein schönes, feines, einheitliches Schleifbild. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vor der Lackierung nochmal damit drüber zu gehen, nach eurem 500er Schliff. So, Freunde, kommen wir zum Finish. Da bieten wir euch wirklich auch alles an, von A bis Z. Angefangen vom Lackhobel, also falls eure Lackierung mal in die Hose gegangen sein sollte und ihr habt irgendwo eine Lacknase dran, ist das wirklich ideal, um eure Lacknasen damit zu entfernen oder, ich sag mal, größere Staubeinschlüsse. Des Weiteren haben wir hier einen Toolblock von Kovacs mit diesen kleinen Toolcuts hier, Körnung P1500. Macht man sich dann einfach auf diesen kleinen Toolblock hier drauf und kann dann kleine Staubeinschlüsse in eurer Lackierung einmal schön glatt schleifen. Der nächste Schliff wäre dann P2500 mit diesem kleinen Schaumstoffträger. Perfekt zur Anwendung mit einem kleinen Mini-Exzender, den wir euch von Phoenixa auch anbieten werden. Der nächste Step wiederum wäre dann der Schliff mit P3000. Kann man auch verschiedene Verfahren wählen. Wir machen das jetzt trocken oder machen das auch schon jahrelang trocken. Kann man natürlich auch einen Nassschliff verwenden. Allerdings diese Teile hier sind für den Trockengebrauch. P3000 auch mit einem kleinen Interface-Pad drauf. Und dann geht es auch schon weiter ins Polieren. Dann bieten wir euch zwei Polituren an. Einmal eine grobe Vorschleifpolitur und eine feine Nachschleifpolitur mit den passenden Polierpads dazu. Einmal für die große Poliermaschine. Poliermaschine bieten wir euch übrigens auch an. Und einmal für den kleinen Gebrauch, für den Akkuschrauber, haben wir hier am Start. Da haben wir hier einmal einen Trägerteller. Darauf kommt wieder ein Schaumstoffträger. Und dann können wir hier unseren kleinen 80 mm Polierschwamm auftragen. Wir können jetzt wirklich mit dem Akkuschrauber so kleine Stellen aufpolieren. Ja, das war es eigentlich schon vom Finish, ne? Ja. Ja, des Weiteren haben wir hier noch so ein paar kleine Gimmicks wie einen Ausblasstift oder auch Luftpistole im Kleinformat. Kann man sich wirklich hier perfekt in seine Latzhose oder in die Hose stecken. Da hinten einfach einen Anschlussraum für euren Luftschlauch und betätigt wird das Ganze über einen Drehmechanismus, perfekt um irgendwelche Teile abzublasen. Dann, das darf auch nicht fehlen, bei irgendwelchen, sag ich mal, Kleberesten am Fahrzeug, perfekt um Klebereste zu entfernen, ein Radierer für den Akkuschrauber, haben wir jetzt hier auch schon mal vorbereitet, mittels eines Holy Hall Aufklebers, perfekt wirklich um Klebereste zu entfernen. Oder gerade auch irgendwelche Rückstände an Heckklappen von irgendwelchen Fabrikantenzeichen, sagt man das so? Sagt man so, ab jetzt. Ab jetzt sagt man das so, ne? Ja, des Weiteren haben wir noch einen Staubsauger für euch von Prosol. Auch alles dran, was man braucht. Einmal hier ein Reinigungsmechanismus für den Fulder. Für den Fulder. Für den Filter. Und eine Halbautomatik. Das heißt, ihr könnt das Teil wirklich hier auf die Halbautomatik stellen. Das heißt, wenn ihr euren Exzenterschleifer hier einstöpselt, geht der Staubsauger erst an, wenn ihr den Exzenterschleifer betätigt. Und dafür wiederum gibt es auch noch einen Adapter dazu, der ist schon bei dem Sauger dabei. Den könnt ihr dann einfach hier anschließen, also wo hier normalerweise euer Handsauggriff dran ist, könnt ihr das Ding einfach aufstecken und das wiederum hinten einfach an euren Exzenterschleifer anstöpseln und dann könnt ihr euer zu schleifendes Objekt absaugen. Ja, Fabian, das soll es eigentlich gewesen sein, ne? Ja. Hier haben wir noch zwei Adapter für eure Pneumatikgeräte. Das heißt, diese Exzenterschleifer werden meistens ohne diese Adapter für eure Luftschläuche ausgeliefert. Deswegen bieten wir euch die auch noch zusätzlich separat an. Einmal für den Mini-Exzenterschleifer und einmal noch für die
3M Lackierpistole. Das ist jetzt übrigens hier gerade unsere, deswegen sieht die so ein bisschen schmuddelig aus. Ne? Ja. Und wir haben noch zwei andere Sachen vergessen, nämlich Silikonentferner. Und Verdünnung. Die habe ich hier versteckt. Hast du wahrscheinlich nicht wahrgenommen, weil sie hier da ist. Ja, hier haben wir noch Nitro-Universalverdünnung, perfekt zum Reinigen von irgendwelchen Gegenständen. Jetzt zum Beispiel hier eurer Kunststoffspachtel, falls ihr gerade gespachtelt habt und euren Spachtel reinigen wollt. Und hier haben wir noch Silikonentferner, perfekt zum Reinigen eurer zu lackierenden Teile vor der Lackierung. Ja, haben wir sonst noch was vergessen? Hier haben wir noch Dichtmaser von PTEC, Nahtabdichtung, ist wirklich universell einsetzbar, einmal zum Spritzen geeignet, für jetzt zum Beispiel irgendwas am Unterboden oder im Spellerbereich oder auch zum Streichen, um irgendwelche Karosserieteile abzudichten. Ja, Ladies and Gentlemen, das sind alle Lackierprodukte, die wir euch ab sofort auf www.hollyhall.de zur Verfügung stellen. Falls dem einen oder anderen von euch noch was fehlen sollte, was er vielleicht daheim auch irgendwie gebrauchen könnte zum Lackieren, dann schreibt es gerne nochmal unten in die Kommentare. Das können wir dann gegebenenfalls dann in Zukunft noch aufstocken. Ja, Ladies and Gentlemen, da war es das wieder von unserem kurzen Holly Hall Lackierprodukte Video. Wir hoffen, die Produkte werden euch weiterhelfen und wünschen euch viel Erfolg bei eurer Lackierung. Ciao, bis zum nächsten Mal.